geht ab, ihr stinkenden Stinker! Heute schauen wir uns mal 10 mysteriöse Fotos an, die nicht existieren sollten. Wenn ihr neu seid, lasst einen Daumen nach oben da. Ein Like ist gleich eine gruselige Sache weniger auf dieser Welt. Bitte helft uns doch allen, Mann! Und falls ihr neu seid, ganz, ganz wichtig! Seht ihr, weil ich klatsche, ist es wichtig. Jetzt höre ich auf, jetzt ist nicht mich. Falls ihr neu seid, wichtig, wichtig, abonniert diesen Kanal, denn jeder, der diesen Kanal abonniert, hat automatisch morgen einen 10 cm größeren Pipi. Heute für euch 10 Fotos, die so mysteriös sind, dass sie eigentlich gar nicht existieren sollten. Okay. Aber bin ich jetzt mal gespannt, mein Bester. Ah ja. Nummer 10, 11. September. Die Frau im Nordturm. Okay. Auf dem Foto sieht man eine Frau direkt an der Einschlagstelle im Nordturm des World Trade Centers. Hä, wo ist deine Frau? Sie steht direkt am Abgrund und befindet sich auf Höhe des 97. Stocks an einem Pfeiler. Das Foto ging um die ganze Welt. Vielleicht kennt das der eine oder andere von euch auch schon. Viele fragen sich, wer ist die Frau auf dem Foto? Es soll sich um Edna Clinton handeln. Okay. Angeblich soll ihr Ehemann sie identifiziert haben. Belege für ihre Identität gibt es allerdings nicht. Oh mein Gott. In keinem einzigen Interview. Oh mein Gott. Auf das spektakuläre Foto. Eine Sache ist sicher: Die echte Edna Clinton hat den nicht überlebt. Ob die Frau auf dem Foto tatsächlich Edna Clinton ist, weiß man jedoch nicht. Yo, wie creepy! Aus Mexiko und den USA stammen die meisten UFO-Geschichten. Meistens handelt es sich bei den angeblichen UFO-Sichtungen um Einzelerfahrungen. Ob die UFO-Geschichten frei erfunden sind oder nicht, lässt sich schwer nachweisen. Auch existieren nicht immer fotografische Nachweise. Dieses Mal haben aber nicht nur eine Person, sondern gleich tausende Personen unbekannte Flugobjekte am Himmel gesichtet. Ey, das kann doch nicht echt sein, oder? Jetzt mal really, really, denkt ihr, ey, mal ganz ehrlich, glaubt ihr, es gibt UFOs? Glaubt ihr, aktuell fliegen irgendwo UFOs rum? So einfach so, ah ja, was ist das? Ich, ah nee, ist ein UFO. Ja, sehr gut. Das ist Sebastian, der fliegt gerade eine Runde. Glaubt ihr dran? Schreibt mal Kommentare, ich weiß es nicht, ey. Die Phönixlichter. Gesehen wurden sie am 13. März 1997 in Arizona in den USA. Gab es am 13. März 1967 oder 97 schon Photoshop? Kann man das? Gab's? Ist das vielleicht? Habe ich da gerade was geleakt, rausgefunden? Ah! Und in Sonora, Mexiko. Bei den Phönixlichtern handelt es sich um eine Gruppierung von einzelnen Flugobjekten in einer Dreieckskonstellation. Die okay. United States Air Force identifizierte die Flugobjekte als normale Kampfflugzeuge. Yeah. Sie sollen sich an diesem Tag in einem Übungseinsatz befunden haben. Yeah. So lautet die offizielle Version. Manche halten aber bis heute an der UFO-Theorie fest. Darunter auch der damalige Gouverneur von Arizona, Five Symington, der die Phönixlichter selbst gesichtet hat und sagte, dass sie nicht von dieser Welt seien. Nummer 8. Ich glaube nicht. Um Los Angeles. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach nur Flugmanöver gewesen. Ich glaube nicht. Da müsste, wenn das wirklich passieren würde, wird es so eindeutige Beweise geben, glaube ich. Also, ja. Dieses Foto wurde in der Nacht vom 24. Februar auf den 25. Februar 1942 geschossen. Nur 3 Monate nach Beginn des Zweiten Weltkriegs. Okay. Es ist das einzig existierende Exemplar. Es zeigt ein unbekanntes, hellleuchtendes Flugobjekt am Himmel über Los Angeles während der großen Luftangriffe auf Los Angeles im Zweiten Weltkrieg. Hä? Berichten zufolge ging man zunächst von einem japanischen Angriff aus, später aber von einem Wetterballon, bis sich die Ufologen zu Wort meldeten und behaupteten, dass es sich bei dem unbekannten Flugobjekt um einen außerirdischen Space Shuttle handelt. Nummer 7. Bro, ey, guck mal dieses Bild an. Das sind einfach Scheinwerfer von unten, die nach oben so strahlen. Und oben fliegt halt einfach irgendein, keine Ahnung, Zeppelin oder sowas von damals, Alter. Ah, nee. Das McMinnville-UFO. Bei diesem Foto handelt es sich um eines der berühmtesten UFO-Fotos der Welt. Die Aufnahme stammt von 1950 und entstand in Oregon in den USA. Das berühmte Life Magazine brachte das Foto auf seine Titelblätter und hunderte US-amerikanische Zeitschriften griffen es auf, um darüber zu berichten. Ob es sich bei dem unbekannten Flugobjekt auf dem Foto tatsächlich um ein außerirdisches Flugobjekt handelt, ist bis heute nicht geklärt worden. Was könnte es nur sein? Boah, Nummer 6, schwierig. Skunk Ape. In den letzten 30 Jahren wurde angeblich immer wieder eine stark riechende, affenähnliche Kreatur. Ja, was? Ich hab halt mal. Da habe ich halt eine Woche nicht geduscht. Da kann ich doch auch nichts dafür. Bin ich halt im Wald gelaufen. Guckt mich nicht so an! Bigfoot nur sanftmütiger.
Handfeste Beweise lieferten die Zeugen aber nie, bis eine anonyme Person mit einem Foto dem Mythos ein Ende setzen wollte. Foto zeigt deutlich den berüchtigten Skunk Ape, der nach Aussage der Person bereits dreimal in den Garten eingebrochen ist. Bro, das ist einfach ein Gorilla. Geklaut hat. Oder das ein Affe. Das Foto sieht zwar echt aus, ob es sich bei diesem affenähnlichen Wesen tatsächlich um den Skunk Ape handelt, ist allerdings zweifelhaft. Ich glaube, das ist einfach Nummer ein Affe. 5, die Hestalen-Lichter. Dieses mysteriöse Lichterphänomen in Norwegen wird seit 1981 dokumentiert. Was? Es umfasst runde oder dreieckige, unregelmäßig geformte Lichter, die bis zu einer Stunde am selben Platz verharren können. Okay, das sieht crazy aus. Mit unterschiedlicher Geschwindigkeit über den Himmel bewegen. Und das mit überraschenden, völlig unvorhersehbaren Bewegungen. Sind das Sternstunden? Zwischen 1981 und 1984 vermehrte sich die Anzahl der Lichter stark. Mehr als 20 Mal pro Woche waren sie am Himmel zu sehen. Es ist bis heute nicht klar, wie die Hestalen-Lichter entstehen, woher sie ihre Energie schöpfen oder wie es zu den unvorhersehbaren Bewegungen kommt. Manche vermuten, dass es sich bei der wahren Natur der Hestalen-Lichter um ein Phänomen handelt, das sich der menschlichen Vorstellungskraft entzieht. Ja, Nummer das 4, ist krank. Die Pyramide auf. Das ist das erste von dem Video, was 100% real ist, glaube ich. Geisteskrank. Creepy. Geisteskrank, creepy. Keine Ahnung, wo die Lichter herkommen, was die hier machen. Aber folgt mich, hallo, guten Tag, Ihre Bestellung bitte. Dem Mond. Diese Aufnahmen entstanden im Rahmen der Apollo 17 Mission. Sie zeigen die Erdoberfläche des Mondes. Zwar ist die Qualität schlecht und auf den ersten Blick unbrauchbar, wirft man aber einen genaueren Blick auf das Foto, so lässt sich sehr wohl etwas erkennen. Nämlich ein dunkles Dreieck, das eine pyramidenähnliche Struktur aufweist, die sich in unmittelbarer Nähe des Landeplatzes von Apollo 17 befindet. Sehen wir hier etwa eine Alien-Basis auf dem Mond? Nummer 3. Ostsee-Anomalie. Am Meeresboden der Ostsee in Schweden und Finnland entdeckten schwedische Taucher 2011 zwei merkwürdig geformte Strukturen. Okay, die sogenannte Ostsee-Anomalie sieht so aus, als könnte sie von Menschen gemacht worden sein. Was? Die wahre Herkunft oder Natur der Kreisstrukturen konnte jedoch bis heute nicht identifiziert werden. Geologen widersprechen einer UFO-Theorie und halten fest, dass es sich um eine natürliche Struktur aus Vulkangestein handeln könnte, die während der letzten Eiszeit entstanden ist. Andere widersprechen dieser These und gehen davon aus, dass es sich um eine Netzsperre der Nazis oder sogar um ein außerirdisches Objekt handeln könnte. Nummer 2. Okay, also Real Talk, das sieht aus wie so ein Star Wars Raumschiff, ne? Boah, aber dass ein random Stein genauso aussieht, das wäre schon ein kranker Zufall, ne? San Giovannino. Dieses Gemälde malte vermutlich Domenico Ghirlandaio im 15. Jahrhundert. Es zeigt Maria mit ihrem Sohn Jesus. Auf den ersten Blick lässt sich hier nichts Auffälliges finden. Betrachtet man aber den Hintergrund des Gemäldes, so fällt auf, dass oben rechts, direkt über Marias Schulter, etwas zu sehen ist, das wie ein unbekanntes Flugobjekt aussieht. Erst 400 Jahre nach Entstehung des Gemäldes wurde die Luftfahrt erfunden. Wie kann es also sein, dass hier etwas abgebildet wurde, das wie ein Flugobjekt aussieht? Könnte es sein, dass es sich hier wirklich um ein UFO handelt? Was? Okay, warte mal, was? Okay, der ist crazy. Bro, wie... Ich bin sprachlos. Jo, ich wollte gerade sagen, ja, Schwachsinn, so ist halt reingemalt worden. Haha, super, so. Stimmt, das gab's ja damals nicht mal. Der konnte... Oder er war einfach so schlau? Nee, komm, das stimmt nicht. Nummer 1. Oh Mann, keine Ahnung, ich kann's nicht erklären. Dieser unaufgeklärte Mordfall ist als eines der rätselhaftesten Verbrechen in die deutsche Kriminalgeschichte eingegangen. Okay. Der Mehrfachmord ereignete sich in der Nacht vom 31. März auf den 1. April 1922 auf dem Einödhof in der Nähe des Dorfes Gröbern in Oberbayern. Foto von der Leiche in der Scheune zeigt eine von insgesamt 6 Personen, denen mit einer Hacke der geschlagen wurde. Bei den Getöteten handelt es sich um den Bauern Andreas Gruber und seine Frau Cecilia, sowie um deren Tochter Viktoria Gabriel und die beiden Enkelkinder Cecilia und Josef. Als letztes fiel auch die Magd Maria Baumgärtner dem Mörder zum Opfer. Über 100 Menschen wurden vernommen, doch bis heute konnte der Mörder nicht ausfindig gemacht werden. Wow. Die Kriminalakte wurde bereits 1955 geschlossen. Okay, ey, dass es sowas gibt, dass nach 100 Jahren Mordfall immer noch nicht gelöst wurde? Crazy. Absolut creepy, absolut crazy. Ladies and Gentlemen, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, die Kostet los hier, wenn ihr neu seid. Für eine große Pipi, Dankeschön fürs Zuschauen. Jetzt bitte schalt ab. Ich kann dein Gesicht nicht mehr sehen. Hau ab, ihr.